Hallo und willkommen zu einem weiteren Video. Hast du gewusst, dass im Herbst die meisten Golfer bis zu 20% ihrer normalen Golfleistung einbüßen, weil sie nicht wissen, wie man im Herbst spielen sollte? Und in diesem Video werde ich dir heute ein paar Tipps geben, damit du deine Leistung halten kannst, vielleicht sogar noch steigen kannst während der Herbstphase, in der wir Golf spielen. Nun, der erste Tipp ist eigentlich etwas ganz Einfaches. Schau, dass du die richtige Kleidung hast. Diese sollte warm, bequem und dir ermöglichen, dass du deine Beweglichkeit einhalten kannst, wie zur Sommerzeit. Also die Kleidung sollte nicht zu eng sein, die sollte aber auch nicht zu groß sein, sodass sie deine Bewegung einschränkt, sondern funktional dir warm gibt, damit du optimal performen kannst. Der nächste Tipp ist eigentlich, die Herbstbedingungen besser zu verstehen. Ja, was passiert dann im Herbst? Im Herbst wird der Golfplatz aufgrund der Feuchtigkeit, weil es mehr regnet und am Morgen auch der Tau darauf ist, nässer. Das heißt, wir müssen immer mehr die Gesamtlänge des Golfplatzes spielen, weil wir keinen Roll mehr bekommen. Das andere ist auch, die Grüns werden langsamer, das heißt, die Breaks, die im Sommer mehr waren, werden weniger, man kann ein bisschen stärker auf das Loch putten. Also das sind auch so Faktoren, die, wenn man spielen geht, auf einem zukommen und man aber trotzdem, wenn man gut sich darauf einstellt, diese meistern kann. Der nächste Tipp ist, wenn diese Bedingungen dann kommen, und das merkst du, sobald du spielen gehst, am ersten, zweiten oder dritten Loch oder vielleicht schon auf der Trainingsanlage, hoffentlich beim Einspielen, damit du eigentlich weißt, wenn du Golf spielen gehst, was auf dich zukommt. Dann kannst du nämlich schon zu Beginn vor der Runde dich auf die Begebenheiten besser einlassen. Und hier wäre der Tipp, schau, dass wenn du zu steil an den Ball kommst und gerne stecken bleibst, vor allem im Herbst ist ja das nicht mehr so vom Vorteil, wenn man zuerst den Boden berührt und stecken bleibt und nicht mehr an den Ball kommt, die sogenannten fetten Schläge hat, dann sollte der Golf schon eigentlich flächer sein und flächer wird er dann, wenn du längere Eisen nimmst. Jetzt, längere Eisen ist wiederum ein Vorteil, wenn der Wind natürlich auch noch da ist, dann sollte man nicht mehr versuchen, voll die Bälle abzugeben, weil Geschwindigkeit ja auch mehr Ballflughöhe mit sich bringt. Und darum ist hier auch der Tipp, versuche im Herbst, gerade bei diesen Bedingungen, dass du Fläche spielst und nicht mehr volle Schläge machst, also so drei Viertel oder halbe Schwünge mehr machst, dass die Schwungbahn flächer ist, nicht mehr allzu steil nach unten kommst, so weniger im Boden stecken bleibst und im Allgemeinen einen tieferen Ballflug hast, so dass der Wind den Ball nicht groß beeinflussen kann. Was meine ich mit längeren Eisen? Also wenn Eisen 7 bei dir 130 Meter im Flug macht, bis er den Boden erreicht, dann nehme an dieser Stelle ein Eisen 6 oder ein Eisen 5 oder allenfalls das Hybrid und nimm Tempo raus, schwing langsamer, schau, dass du mehr den Boden streifen kannst oder wischen kannst mit deinem Golfschläger und achte darauf schon beim Einspielen, dass du nicht zu große Divots machst. Nächster Tipp ist natürlich auch die mentale Stärke und der Fokus. Da geraten viele aus der Bahn, weil sie sich vom Sommer so gewohnt sind, näher an das Green heranzukommen, weil sie mehr Roll haben, bessere Resultate schießen können, weil die Scorekarte kennt ja keine Bedingungen, die bleibt ja immer gleich. Und der Platz ist immer noch Par 72 oder 73 oder 71, je nachdem, wo du spielst. Und die Bahnen sind Par 3, 4 oder 5, egal wie die Wetterbedingungen sind. Hier brauchst du gesunden Menschenverstand, dass du auch erkennst, dass unter diesen Bedingungen die gleichen Scores zu spielen wie bei Schönwettergolf nicht so einfach sind. Lass dir hier vielleicht einen Schlag mehr zugut kommen. Nimm ein Bogey mehr, nimm ein Bogey nicht als das Schlimmste der Welt wahr. Geh weiter und versuche auf der nächsten Bahn besser zu spielen und den Bedingungen zu strotzen,
indem dass du versuchst, mental die richtige Schlägerwahl zu nehmen, schau, dass du die Bälle flächer abgibst, vielleicht bekommst du ja gerade dadurch noch etwas Roll, kommst du das ein bisschen näher an dein Ziel ran, so damit der nächste Schlag einfacher wird, um Golf zu spielen. Also sei auf der Hut im Herbst, erwarte nicht, dass du den gleichen Score spielst wie im Sommer, bleib ruhig, konzentriert und schau, dass die Emotionen bei dir nicht durchbrennen. Mein Fazit zum Schluss: Schau, dass du warm hast, wenn du Golf spielen gehst, beweglich genug bist, eine gute Schlägerwahl machst, nimm ein, zwei Schläger mehr, dann kannst du ruhiger schwingen und auch Fläche schwingen, bleibst weniger im Boden hängen, wirst du das vielleicht noch etwas Roll bekommen und sei mental und emotional gut auf der Hut. Vergleiche nicht den Sommer mit dem Herbst, sondern schau, dass du mit den widrigen Bedingungen eigentlich lernst umzugehen, und das wird dich mental ja nur noch stärker machen. Und der letzte Tipp noch zum Schluss, um das Fazit abzurunden, ist: Nimm die Winterzeit gut wahr, schau, dass du an deinem Golfspiel arbeitest, so dass du im Frühling dich besser bewegen kannst. Vielleicht gehst du noch im Herbst in eine Golfwoche, bekommst du ein, zwei Tipps, wie du im Winter trainieren kannst. Gehst zwischendurch auch da zur Kontrolle, so dass im Frühling alles sitzt. Bedanke mich fürs Zuschauen, leite diesen Tipp einem Freund weiter. Alles Gute, bis zum nächsten Video oder bis bald. Tschüss!